Ja, wir sind ja am ISB immer am Entwickeln neuer Themen und neuer Formate. Deswegen wollen wir heute einen kleinen Ausblick geben auf das, was sich gerade im Norden tut. Es gibt eine kleine Gruppe von Teilnehmern und Alumni und Mastern des ISB, die sich aufgemacht haben, einen ISB Nordleuchtturm oder eine ISB Nordinitiative ins Leben zu rufen, mit der im Norden nochmal ein Kraftfeld entstehen soll mit unseren Themen, zu unseren Themen, sehr dialogorientiert, sehr orientiert auf gemeinsame Entwicklungen. Und das passt sehr gut zum ISB, weil zwei unserer strategischen Säulen einmal sind, wir sind eine Netzwerkorganisation, also wir haben uns immer verstanden als ein Netzwerkknotenpunkt, als ein Hub, um Menschen in relevante Kontakte und Begegnungen zu bringen. Und die zweite Säule oder die relevante Säule ist, dass wir uns immer auch als Entwicklungswerkstatt verstanden haben. Also als Ort und als Kraftfeld, um an relevanten Themen für Organisationen, für gesellschaftliche Themen zu arbeiten. Und das findet jetzt mit dieser Initiative im Norden nochmal neuen Raum. Und wir unterstützen das gerne und werden auch ins Netzwerk und in unsere Kreise hinein immer wieder von diesem neu entstehenden Kraftfeld berichten und hoffen und laden euch dazu ein, mitzuwirken und dazu zu kommen, wenn wir zum Beispiel 2017 ein Symposium ansetzen werden, um mit Kollegen an unseren Themen zu arbeiten.